Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 4. Ich hoffe, der Sound ist so okay. Es blitzt, es donnert, der Händler ist auch hier. Ashley, du kannst heute wieder hochkommen. Und wieder runter. Wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Aerobic. Ja, das ist definitiv cool. So, wir können den Händler auch erschießen, nur das ist nicht ganz so geil. Habe ich gehört. So, TMP-Muni behalten wir, habe ich gesagt. Ab jetzt, weil... wisst ihr Bescheid, ne? Wegen... falls ich mir die TMP doch hole, weil wir kommen bald ein größerer Koffer und da ist es doch schon nötig. So, jetzt ist die Frage, welchen Weg wollten wir gehen, ne? Wollten wir den Gigante-Weg gehen oder... Sag mal, warum stellt sich das inzwischen automatisch von alleine um? Finde ich nicht sehr cool. Weil mein Gamepad-Modus stellt sich gerade von alleine immer um. Das ist sehr unpassend. Vor allem für dann für so Spiele wie The Legend of Zelda oder so. Das ist echt sehr unpassend. Egal, wir checken noch mal ab. Wait, follow me. Ja. Nee, hier ist Ding. Oh, wie viel Schuss haben wir denn eigentlich insgesamt? Ich glaube, wir müssen uns eher auf die Pistole verlassen. So, Schlüssel, Schätze, Waffen, Heilmittelkarte, Dateien. Zwei Wege, genau. Bliblablub. Achso, das wird mir gar nicht angezeigt, welche Route, alles klar. Ich erkenne die Route aber, denke ich. Wir öffnen das linke Tor und laufen, glaube ich, somit voll in El Gigantes Arme. Das ist echt nicht cool. Ich weiß es aber nicht. Das könnte echt El Gigantes sein, aber ich glaube, dass das doch die Dorfbewohner sind. Ich muss jetzt aufpassen, nicht, dass hier Ashley noch gefunden wird und geklaut wird von denen. Oh, scheiße, das ist das. Ich hab's mir schon so halb geahnt. Ich hab's mir echt schon so halb geahnt, dass es die Scheiße ist. Ich hatte aber echt ein bisschen Angst davor. Gerade einer um die Ecke, ja. Weil ich kann echt da drin nicht verstecken, wenn die das sehen. Doch, kann ich schon, aber dann holen sie die auch raus. Und ich möchte hier echt gerne, sehr ungerne mit dabei haben, weil hier kommt die größte Abfuck-Kacke ever. Ich habe gerade echt ein bisschen Schiss. So, Ashley dürfte man jetzt nicht finden. Ja, ja, da ist er. Ja, ja, ein unvoller Stello hab ich auch. Oh, scheiße. Das muss dir ja jetzt passieren, ne? Oh. Natürlich. Scheiße. Ich verschieße jetzt lieber Munition, als da eine Blendgranate hinzuwerfen. Und das ist keine gute Idee. Komm, wir haben ja eh genug. Tod den Ungläubigen. Oh Mann, ich habe echt Angst vor dem, was jetzt kommt. Ja, Ramon, ich weiß, der Koffer. Ich weiß. Du wirst es eh nicht gucken. Doch, wirst du. Ich habe keine Ahnung. Hier ist aber auf jeden Fall wieder ein Schatz versteckt. Ach, Geld brauche ich doch zurzeit nicht. Gib mir mal eher Munition. Oh, ich habe so Schiss vor dem, was jetzt gleich kommt, ne? Da kommt nichts raus. Das finde ich sehr human. Oh ne, es fängt wieder an zu laggen, super.
Ja, gut. Na, guck mal, da hätte ich Ashley auch verstecken können, aber das ist mir jetzt immer noch zu riskant. Warum leckt das gerade? Ich muss mal ganz kurz die Aufnahmen beenden und gucken. Bis gleich. Gut, das war an sich nur ein Hänger vom Spiel. Keine Sorge, alles gut. Oh nee, ey. Das ist echt nicht cool, dass die Kacke jetzt kommt. Ah! Ach nee. Geh mir doch bitte aus den Augen. Danke. Nee, nee. Wisst ihr, das ist scheiße, wenn man weiß, was da jetzt kommt. Vor allem, wenn man weiß, dass es im Doppelpack kommt. Weil jetzt kommen gleich zwei super nette Schwestern. Das Lustige ist, die sind nämlich gar nicht mal so nett. Denn die haben die wohl behindertste Waffe im Spiel. Das sind nämlich die Kettensägenschwestern. Super, beruhigt mich, dass ich grünes Kraut bekomme. Nee, ich glaube, die Sturmgewehrmunition möchte ich mir so ein bisschen für die aufsparen, weil solange die unten lauern, da möchte ich dann auch gerne so eine Brandgranate oder so werfen. Na, super. Super, super, super. Das Ding direkt mal umwerfen. Dass die mir nicht da hochkommen. Ich will die nämlich eigentlich erledigen, wenn die noch so ziemlich weit unten sind. Nee, ich glaube, ich muss sogar runter, ne? Ich muss runter. Das heißt, ich sollte jetzt diese Leiter da stehen lassen, da hinten runter. Ich muss runter, um das zu triggern. Das ist so scheiße. Ich hab so Schiss. Alter, Kettensägen, ey. Da ist sie. Das ist aber nur eine. Gibt nämlich insgesamt zwei. Ja, so viel dazu. Schnell hoch. Schnell hoch. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Wirf diese Leiter um. Wirf sie um. Sie wollte da gerade eben hoch. Ach, du heilige Scheiße. Nein, sie ist da! Sie ist da. Ich hab's verkackt. Fuck! Die hat einen Schatz bei sich. Ich will den haben. Klingt sehr nett übrigens. Scheiße! Ich glaube, das wird heute wieder nur eine ganz kurze Aufnahme wegen dem Laptop. Da haut mir jetzt schon wieder eine rein. Wo starten wir denn? Da ist er! Ja, okay. Ja. Genau, einfach mal abwechseln, voll in die Fresse, immer mitten in die Fresse rein. Ja, da muss ja was rauskommen. Ich will eigentlich beide mit einer Blendgranate vernichten, weil ich weiß, dass in dir auch was drin ist. Nein! Ey, schlimmer kann's ja wohl jetzt nicht mehr laufen. Gottverdammte Scheiße.
Ah ne, was ich ursprünglich wollte. Scheiße. Kacke. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Der Wurst. So, das war ganz akzeptabel. Moment, ich habe da unten Geld vergessen. Ich habe da unten Geld vergessen, beziehungsweise war da das letzte Mal Geld drin. Und das ist auch immer noch. Oh, diese Kettensägen-Tussis, ey. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie richtig heißen. Irgendwas mit Sisters. Aber die sind mir echt ein bisschen zu krass. Was willst du? Du hast verkackt, Junge. Nee, Mann, nee. Wirklich, nee. Ach, scheiße, da ist noch einer. Gar nicht gesehen. Schnell! Oh nee! Manchmal brauchen die einfach nur noch einen Schuss. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. So. Da geht's auch runter? Wo geht's denn da hin? Das triggert zumindest mal nicht die Kettensägenfrauen. Was ich sehr human vom Spiel finde. Vor allem das mit dem Gewehr gefällt mir. So. Mehr Munition. Das brauche ich auch definitiv. Mehr Munition. Hoch da! Scheiße. Ey Freunde, ich hab grad so unglaublich Schiss, das ist Wahnsinn. Gut, dann haben wir sie beide gleich auf einem Haufen. Ohne Scheiß! Also du weißt gar nicht, worauf du dich konzentrieren sollst. Aha. Ich weiß gerade gar nicht, was mir lieber wäre. Diese L-Gigante-Scheiße oder... Aber bei der L-Gigante-Scheiße kann ich Ashley nirgends verstecken. Der bringt die einfach so mit um. Das ist so kacke. Das ist so kacke. Jetzt habe ich 15 Minuten knapp aufgenommen. Ich muss das für heute hier beenden, sorry, Freunde. Aber ich muss mir da Verstärkung für holen. Ich muss mir jetzt jemanden an meine Seite holen. Das war also heute eine sehr, sehr kurze Folge Resident Evil. Ich brauche da Verstärkung für. Ich brauche jemanden, der neben mir sitzt und mir Anweisungen gibt.
Hey, weil ich weiß gar nicht, wenn. Boah, wie du das koordinieren sollst, ey. Ist vielleicht doch das Beste, wenn du immer eine Leiter dann schon umgeschmissen hast. Eine Leiter umgeschmissen, an der einen hoch, dann die umschmeißen, dann alles, was sich oben rumtummelt, erledigen. Vielleicht eine Brandgranate unten reinwerfen für die Bitches. Und das sah echt nicht schlecht aus. Ich will halt nicht mein ganzes Schrot, ne, in die reinknallen. Ah, es ist so eine Kackentscheidung. Ja, auf jeden Fall sind wir uns dann bei der nächsten Resident Evil Aufnahme. Das funktioniert nicht mehr. Ich habe gerade eben wieder nur noch 5 Frames. Das nächste Mal klappt das. Und dann nehmen wir auch wieder diesen Weg. Denn der wird kein leichter sein. Bis dahin, tüdelü.